Herzlich willkommen zu diesem Video und heute beantworte ich euch die Frage, warum scheitern so viele bei einer Diät oder Ernährungsumstellung? Und diese Frage beantworte ich euch nach dem Intro. Kommen wir mal kurz zu den Fakten. Wir kennen es alle, wir haben Hunger, fahren dann zu einem der bekannten Burger-Restaurants, essen 2 bis 4 Burger und sind danach pappesatt. Aber komischerweise nach 1 Stunde, 2 Stunden stellt sich schon wieder ein Hungergefühl ein. Warum ist das so? Andererseits, wir gehen zu einem Dönerladen, holen uns einen Döner, essen den und sind dann 2 bis 4 Stunden satt. Bei den Burgern liegt es vielleicht daran, dass überhaupt nichts Nährhaftes drin ist, was unser Körper verwerten kann. Und somit sendet das Gehirn nach dieser kurzen Zeit schon wieder das Signal, ey, das, was du mir gerade zu essen gegeben hast, damit kann ich gar nichts anfangen. Da ist nichts Verwertbares drin, was ich eigentlich brauchte, was ich eigentlich wollte. Also mach deine Futter, luke mal wieder auf und schieb mal was Ordentliches rein. Was aber auch sein kann und was bei vielen Leuten der Fall ist, die sich über Jahre lang schlecht ernährt haben, dazu kommen wir jetzt. So, und jetzt kommen wir nämlich zu unserem Darm. Durch jahrelange Fehlernährung, ungesundes Essen, zu viel Alkohol, zu viel Kaffee, setzen sich in unserem Darm sogenannte Schlacken ab. Wir nennen es mal Schlacken, viele verleugnen das auch, aber es ist einfach mal ein Fakt, weil jeder, der schon mal gefastet hat und weiß, was nach 2 Wochen Nullfasten noch aus seinem Po rauskommt, obwohl du gar nichts gegessen hast, da muss irgendwas sein und wir nennen es einfach mal Schlacken. So, durch jahrelange Fehlernährung setzen sich die Schlacken im Darm ab. Ich kann es auch mal einblenden. Und was passiert jetzt? Das sind unsere Darmzotten, die dafür zuständig sind, die Nährstoffe, die vorbeischwimmen, aufzunehmen und zu verarbeiten. Jetzt setzen sich über Jahre Schlacken ab, also ist das die ganze Bandbreite der Aufnahme und jetzt kommen Schlacken hinzu. Jetzt ist hier oben das kleine Stückchen, kann nur noch Nährstoffe aufnehmen, was wiederum dazu führt, von heute auf morgen Ernährungsumstellung, wir essen nur Salat, juhu, und auf einmal habe ich Durchfall. Ist ja ganz klar, weil die geballten Nährstoffe, die dann durch unseren Darm schwimmen, können von diesen kleinen Zotten, Stückchen, sage ich mal, nicht mehr aufgenommen werden. Also der logische Umkehrschluss ist ganz einfach. Wenn wir erfolgreich Gewicht verlieren wollen, in einer Diät, wovon ich nicht viel halte, aber in einer Ernährungsumstellung, erfolgreich dauerhaft Gewicht verlieren möchten, müssen wir als erstes unseren Darm reinigen. Ja, das ist wie bei einer beim Ölwechsel. Ne? Man kippt ja nicht einfach nur neues Öl drauf, sondern man wechselt auch den Ölfilter. Und in dem Fall müssen wir erstmal unseren Darm reinigen, damit das Neue, was reinkommt, wieder verarbeitet werden kann. Das ist es A und O. Als bestes Mittel natürlich einmal im Jahr fasten, 7 bis 14 Tage. Das kann aber nicht jeder umsetzen und gerade umso älter man wird, umso schwerer fällt es einem dann natürlich. Aber dafür gibt es einige Produkte, die man dann einnehmen kann. Das dauert 3 Monate, es ist so eine ganze Clean Sense Kur oder wie auch immer die alle heißen. Die haben ja alle besonders tolle Namen, aber das Gute ist, es funktioniert. Durch Flohsamen und andere viele Inhaltsstoffe, die da drin sind, wird die Schlacken vom Darm, beziehungsweise wird der Darm von den Schlacken befreit. Um danach wieder perfekt Nährstoffe aufnehmen zu können. Das sollte jeder mal testen. Kann sich jeder im Internet belesen. Das ist jetzt auch kein Quatsch, den ich hier erzähle. Das haben schon viele, viele nachgewiesen. Ich selber mache es jedes Jahr. Und wie gesagt, was da immer zum Vorschein kommt, ist nicht so schön. Aber wir wissen, dass das perfekt hilft. Und danach fühlt man sich extrem perfekt. Energiegeladen. Tja, was soll ich noch dazu sagen? Ach so, im Darm können sich bis zu 15 Kilo an Schlacken ansammeln. Also allein wenn man schon eine kleine Darmkur macht, verliert man merklich an Gewicht. Der Blähbauch geht zurück und man braucht nicht mehr so viel essen, weil die Nährstoffe besser verarbeitet werden können. Und man kann mit weniger Nahrung, ohne großes Hungergefühl, halt besser über den Tag kommen. Also ich lege euch das sehr ans Herz, mal eine Darmreinigung zu machen, eine Darmkur, eine Fastenkur. Das müsst ihr für euch selber entscheiden. Ich packe euch auch ein paar Links hier unten drunter. Da könnt ihr euch besser informieren zu dem Thema. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Es gab vielleicht einen kleinen Aha-Effekt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ach ja, besucht auch noch unsere Homepage, unseren Instagram-Kanal. Da seht ihr alles, was wir so essen, was gesundes Essen, nährstoffreiches Essen bedeutet. Facebook, ihr könnt in unsere kostenlose Facebook-Gruppe kommen. Da beraten wir euch kostenlos zum Thema Ernährungsumstellung. Ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Oder ein Abo. Also, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.